Wanderung, die ich heute präsentiere. Geht auf einen Hengst, den man hier im Hintergrund ein bisschen sieht. Doch, man sieht noch ein bisschen. Das Wetter war nicht so super. Wir hatten nicht so eine weite Sicht. Aber wenn es schön Wetter ist, sieht man sehr weit in die Berge rein. Ist oberhalb des Söhrenberg durch Hengst. Ist etwas über 2000 Meter. Man darf es aber nicht unterschätzen. Auch wenn es um 2000 Meter ist, ist es sehr felsig. Hat auch zum Teil so richtige Karst-Einbuchtung, oder wie man dem sagt. Ich muss sehr aufpassen. Es gibt zum Teil auch fast ein bisschen wie Schluchten, wo man könnte je nachdem runterfallen. Aber wenn man gut aufpasst, sollte das kein Problem sein. Ich bin jetzt rund etwas mehr als 4 Stunden unterwegs. Ich habe noch einen kleinen Umweg gemacht, weil ich ein bisschen den falschen Weg genommen hatte. Da musste ich nochmal zurück. Aber es waren sportliche 4 Stunden. Für wer ist die Tour gedacht? Sicher einmal trittsichere und sportliche Hunde. Ja. Und selber auch trittsicher. Ich empfehle auf jeden Fall Stöck. Macht es leichter. Was ganz wichtig ist, sind sicher gute Schuhe. Gute Schuhe anhaben, Bergschuhe, weil man sieht hier, es sind überall Felsen, es hat überall Löcher drin und muss auf jeden Fall aufpassen, dass man in seine Lache reintrampt. Halbe Stunde, das ist die letzte Station, bevor es dann Karstfelder raufgeht, Richtung Hengst. So, wir sind jetzt oberhalb von der Halbhütte, von der letzten. Man sieht, wir haben leider ein bisschen Nebel. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, auf den Hengst raufzukommen. Wir haben den weiteren Weg. Ihr seht hier, rot-weiss, ist ein Bergwanderweg. Wir sind vom Solvitli gekommen. Da kommen wir dann wieder zurück. Und was wir jetzt machen, wir nehmen den direkten Weg. Den steileren Weg auf den Hengst rauf. Der Wanderweg ist gut angeschrieben. Man gehört zum Schnaufen an. Es geht aufwärts. Und langsam werden die Bäume ein bisschen weniger. Wir sind jetzt also fast 1600 Meter. Und hier oben, dann, wo jetzt leider im Nebel ist, geht es. Hoppla! Hoppla! Ich sage es, es ist steinig. Und hier oben geht es dann in die Felsen rein, wo es dann auf eine Hängstufe geht. Also wenn man Hunger hat, hat es noch Pilz. Aber ich glaube, auch wenn man nicht Pilzkenner ist, denke ich, weiss man, dass das aber kein Essbaren ist, weil das ein Fliegenpilz ist. Also in dem Fall nicht der gute. So, sind jetzt gerade an der Baumgrenze angekommen. Und hier sehen wir jetzt schon schön die Felsen. Wie es raufgeht. Steinmannli. Jetzt auch unterwegs. Und überall wieder. Muss man aufpassen. Jetzt wird es so Löcher, dass es hier runter geht. Also eben. Man muss schon durchaus aufpassen. Haben wir es geschafft. Hängst du jetzt da vorne? Hey, komm da. Komm da. 2000 Meter. 2052 Meter. Wir gehen jetzt nicht direkt auf den Hengst. Und etwa Panorama sieht man leider nicht. Ja, und dann macht es wieder auf. Macht es wieder zu. Jetzt sind wir auf dem Weg. Ich die Scheibe gut führen. Dann gehen wir hin um den Felsen. Wieder zurück. Aber wo man jetzt nicht sieht. Gell? Seht nicht? Seht nicht? Da! Jetzt sieht man schön, wie der Nebel vom Berg aufgehalten wird.
Wir sind jetzt vom Scheibengötz oben runtergekommen. Wir kommen hier jetzt zu dieser Alphütte. Wenn man vom Scheibengötz oben runtergekommen ist, kommen wir hier zu diesem Stall. Hier kann man die Hunde sicher mal wässern. Und jetzt geht es noch rund 40 Minuten. Dann sind wir wieder im Schlund vorne. Und gehen wieder zurück. Gell? Ja, muss schon. Auf dem Rückweg muss man auf jeden Fall noch aufpassen. Es hat Rindli auf der Weide. Das ist vor allem im Sommer natürlich. Und ja, man muss sicher gut schauen auf die Hunde, dass sie nicht auf die Rindli gehen und vor allem, dass die Rindli nicht auf die Hunde gehen. Das muss man natürlich schauen. So, jetzt wieder bei der Alpschlund fahren, wo wir rauf sind. Jetzt geht es noch 2 km zurück bis zum Alti. Und dann war das auch schon wieder gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liken. Könnt einen Kommentar hinterlassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.